how God created it by hand. From mighty mountains to the raging sea, to every leaf on every single tree. It's in the holy book, just open up and take a look. Vor langer Zeit verbreitete sich die Nachricht um einen wunderbaren Lehrer in Jerusalem. Es war Jesus, der Sohn Gottes. Er half Menschen, die krank waren. Er ermutigte Menschen, die alleine waren. Er beantwortete ihre Fragen und berichtete ihnen von Gott. Jesus reiste von Ort zu Ort. Und wo immer er hinkam, wollten die Menschen hören, was er zu berichten hatte. Wisst ihr, die Engel der Kinder sind Gott im Himmel immer besonders nahe. Bitte, berühre mein Baby. Bete für mein Kind. Nein, geht fort. Einer von Jesus' Jüngern war verärgert. Seht ihr nicht, dass Jesus zu beschäftigt ist, um seine Zeit mit Kindern zu verschwenden? Wartet. Meines Vaters Königreich gründet sich auf Menschen, die vertrauen und lieben, wie die Kinder es tun. Für Gott ist jedes Kind ein ganz besonderer Schatz. Als mein Jünger müsstest du wissen, dass ich mich niemals von Kindern abwenden könnte. Es tut mir leid, Jesus. Hier. Bitte, komm zurück. Es war mein Fehler. Jesus wird eure Kinder segnen. Jesus war niemals zu beschäftigt, für wen auch immer, ob jung oder alt, krank oder gesund. Lehrer! Wenn du wirklich alle Antworten kennst, sag mir, wie kann ich in den Himmel kommen? Du hast Gottes Gesetze studiert. Was glaubst du selbst? Nun, es besagt, ich soll Gott von ganzem Herzen, Geist und mit aller Kraft lieben. Und ich soll meine Nächsten und alle Menschen so lieben wie mich selbst. Das ist richtig. Aber warte, ich verstehe alles bis auf den letzten Teil. Wer sind meine Nächsten und wie kann ich andere lieben? Was gibst du mir zur Antwort, Jesus? Die Geschichte eines jungen Mannes.
Er verließ Jerusalem und machte sich auf den Weg nach Jericho. Der junge Mann achtete sorgsam auf sein Geld, wie sein Vater es ihm immer gesagt hatte. Und dann trat er die Reise an. Morgen? Guten Morgen. Auf seinem Weg grüßte der Mann andere Reisende, unter ihnen auch einen Priester aus dem Tempel. Habt eine gute Reise. Das wünsche ich dir auch. Als er seine Reise fortsetzte, traf er einen weiteren Reisenden, einen Leviten. Leviten halfen den Priestern im Tempel. Danke, hab Dank, mein Freund. Und eine gute Reise. Danke, du auch. Mit der Zeit sah der Reisende immer weniger und weniger Menschen auf der Straße. Ich bin also nicht alleine. Was für ein schöner Vogel. So einen Vogel habe ich schon mal gesehen. Oh, Papa! Können wir die Vögel ansehen? Das tun wir doch immer, Sohn. Oh, Papa, liebst du die Vögel nicht auch so sehr? Lieb die Vögel! Liebe die Vögel! Nun komm, deine Mutter hat uns Mandeln fürs Abendessen kaufen geschickt. Sie leben von uns aus die Straße hinunter, nicht wahr? Ja, sie sind unsere Nachbarn. Es sind gute Leute. Oh, Papa, schau! Wer ist dieser Mann? Er? Er ist nicht aus Jerusalem. Er stammt aus Samaria. Das ist ein Samariter? Bleib hier, Junge. Samariter sind nicht wie unsere Nachbarn. Sie sind unsere Feinde und verdienen kein Vertrauen. Der Junge war gelehrt worden, alle Fremden zu fürchten. Denk immer daran. Hüte dich vor den Samaritern. Hüte dich vor den Samaritern. Der Reisende war völlig allein auf der Straße, als ein Fremder auftauchte. Er hatte Angst, denn sein Vater hatte ihn immer ermahnt, Menschen von fremden Orten nicht zu trauen. Aber der Fremde tat ihm nichts zuleide. Hallo, kleiner Freund. Hier ist etwas Süßes für dich. Oh, entschuldigt, ich habe euch nicht gesehen. Einen guten Tag, Fremder. Wie geht es dir? Hallo. Kommt ihr aus Jerusalem? Ach, das ist eine Erleichterung. Es ist gut, so weit von zu Hause Nachbarn zu begegnen. Au, du hast einen festen Händedruck, Freund. Ach, das war doch noch gar nichts. Schnappt ihn! Was macht ihr denn? Hört bitte auf!
Nein! Halt! Bitte! Warum tut ihr das? Wir sind Nachbarn! Jetzt gib uns all dein Geld, Nachbar! Von hier. Die Diebe nahmen das Geld und den Schmuck des Reisenden und beinahe auch sein Leben. Hörte seine Hilferufe, so versuchte er zurück zur Straße zu kriechen. Oh, 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 ich weiß, du würdest mir helfen, wenn du könntest, kleiner Freund. Der arme Reisende lag stundenlang im Graben. Kommt jemand? So ein Glück. Es ist der Priester. Er hilft mir. Aber ich bin so müde. Der Reisende brauchte Hilfe, aber er war zu schwach zum Rufen. Was ist das? Oh, du meine Güte! Jemand sollte dem armen Mann helfen! Der Priester ging auf der anderen Straßenseite an dem Reisenden vorbei. Hin. Oh, oh. Der Levit. Hilfe! Bitte! Hilfe! Bitte, Freund! Nein, nein, nicht ich! Bitte! Wie der Priester zuvor, ritt der Levit auf der anderen Straßenseite weiter. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kann mir nicht irgendjemand helfen? Am späten Nachmittag war der arme Reisende sehr schwach geworden. Hallo, kleiner Freund.
Ich fürchte, ich werde die Nacht nicht überstehen. Sag mir, Gott, wo sind meine Nächsten jetzt, da ich sie brauche? Bei Sonnenuntergang kam ein weiterer Reisender die Straße hinunter. Da kommt jemand. Oh nein! Ausgerechnet, wo ich so dringend Hilfe brauche, kommt ein Samariter des Weges. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Wer ist da? Oh nein! Was ist dir geschehen? Ach, was auch immer, du brauchst Hilfe. Ich bin gleich zurück. Kommt nicht zurück. Das ist Medizin für deine Schnitte und Kratzer. Das sollte helfen. Ich verstehe das nicht. Ich werde dich für die Nacht an einen sicheren Ort bringen. Aber wieso? Du bist ein Samariter. Ah, dann hast du mein Volk bereits kennengelernt. Reisende, die vorbeigingen, trauten ihren Augen nicht. Ein Samariter half einem Israeliten. Sprich nicht. Spare deine Kraft für die bevorstehende Reise. Ich hoffe, es tut nicht allzu sehr weh. Der Samariter führte seinen Esel zu einem kleinen Gasthof. Hatte er einen Unfall? Geht es ihm gut? Nein, wir müssen ihn hineinbringen. Ja, sicher. Der Mann, er lebt. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Aber wer ist da bei ihm? Hey, es ist ein Samariter. Aber kein Samariter würde einem Israeliten helfen. Oder doch? Nun ruh dich aus. Die ganze Nacht hindurch kümmerte sich der Samariter um den verletzten Mann. Er sieht schon viel besser aus. Ich muss meine Reise heute fortsetzen. Nimm dieses Geld und bezahle damit alles, was er braucht, bis ich wieder zurück bin.
Wenn ich zurückkomme, bezahle ich dich für alle anderen Ausgaben. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich sehe dich in einigen Tagen. Ich fragte Gott, wo meine Nächsten waren, als ich sie brauchte. Er hat mir die Antwort gegeben. Und der Samariter tat, wie er versprochen hatte. Ein paar Tage später brachte er den Reisenden zurück nach Jerusalem. My neighbor, you are my neighbor. I can clearly see that a neighbor is a friend reaching out to me. Who's my neighbor? You are my neighbor. Now we both agree that a neighbor is a friend helping friends in need. Look for a neighbor. Side when the day is done, look for a neighbor, he will be the one always standing by your side when the day is done. Who's my neighbor? You are my neighbor. Hand in hand we go, hand in hand we go, helping strangers we may meet. Instead of your eyes, the neighbor you find will be a big surprise. Look for a neighbor, he will be the one. Hand in hand we go, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side. Nun, sag mir, wer war des Reisenden Nächster? Der Priester? Der Levit? Oder der Samariter? Oh, das ist einfach. Derjenige, der für ihn gesorgt hat. So wie wir alle es tun sollen. Anderen Freundlichkeit zeigen. Liebe nicht nur deine Familie und deine Freunde. Liebe alle Menschen, besonders jene in Not. Lebe dein Leben wie der barmherzige Samariter. Das werde ich. Lass mich dir helfen, junger Nächster. Die Geschichte, die Jesus an diesem Tag erzählt hatte, verbreitete sich in die Welt. Und heute wird ein Mensch, der anderen in der Not hilft, barmherziger Samariter genannt. Vor langer Zeit bereiste Jesus das Land und lehrte die Menschen, gut zueinander zu sein und Gott zu lieben. Viele Menschen hörten ihm zu und lernten aus seinen Geschichten. Aber einige verstanden ihn nicht und hatten Fragen.
Hey, ich hab da noch eine Frage. Ich hätte auch Geschichte. Noch eine Frage. Wie hast du das gemeint? Was tust du, Jesus? Du sitzt bei Sündern? Wie kannst du ein Lehrer sein, von Gott gesandt, wenn du zu Steuereintreibern sprichst? Diese Männer nehmen unser Geld und geben es dem Kaiser. Wir haben gehört, du isst sogar mit diesen Männern. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Ich bin sicher, Gott will nichts mit ihnen zu tun haben. Warum du? Alle Menschen sind etwas Besonderes für Gott. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Hirte mit 100 Schafen. Aber er verlor eines von ihnen. Jesus erzählte davon, dass der Hirte alle seine Schafe sicher wissen wollte. Er suchte und suchte. Bis er es fand. Der Hirte veranstaltete eine große Feier, weil er das verlorene Schaf wiedergefunden hatte. Aber Jesus, der Hirte, hat nur seine Arbeit gemacht. Es herrscht mehr Freude im Himmel über einen, der verloren ging und wiedergefunden wird, der sein Leben für Gott verändert, als über 99 Menschen, die sich nicht ändern müssen. Jesus erzählte ihnen von einer Frau, die 10 Silbermünzen hatte, aber eine davon verlor sie. Als die Frau merkte, dass sie die eine Münze verloren hatte, war sie sehr ärgerlich. Sie verbrachte die ganze Nacht damit, nach der verlorenen Münze zu suchen. Sie ihre Freunde zu einer Feier ein, weil sie gefunden hatte, was ihr abhanden gekommen war. Und so fühlt Gott es mit den Menschen. Im Himmel singen die Engel, wann immer eine Person sagt, er oder sie glaubt an Gott und will ein besseres Leben führen. Aber Jesus, in deinen Geschichten haben der Hirte und die Frau sehr wertvolle Dinge verloren. Und alle Sünder, besonders Steuereintreiber, sind wertlose, schlechte Menschen. Hört eine weitere Geschichte. Eine Geschichte von Vergebung und Liebe. Es war einmal ein Mann, der sowohl ein wohlhabender Bauer als auch ein liebender Vater war. Der Vater versuchte den Söhnen beizubringen, wie man sich um seine Sachen kümmert.
Danke schön, Ruben. Aber wo ist dein Bruder? Ach, Benjamin. Obgleich seine Söhne sehr unterschiedlich waren, liebte er jeden von ihnen genauso sehr wie den anderen. Der Vater hoffte, sie würden zu hart arbeitenden Bauern heranwachsen. Aber als der jüngere Sohn älter wurde, träumte er von fernen Orten. Er wollte nicht auf seines Vaters Hof bleiben. Der Sohn beschloss, sein Zuhause gleich am folgenden Tag zu verlassen. Vater, letzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Tatsächlich? Was für eine Art? Ich ritt das beste Pferd der ganzen Stadt. Oh, es ist schön, eine Stadt zu besuchen, aber... Alle sahen mich an, weil ich gut aussah, klug und reich war. Ja, das alles bist du. Vater, das Leben auf dem Hof ist gut für dich. Du bist ein Bauer, aber es ist nichts für mich. Es gibt so vieles, was ich tun will. Und Orte, die ich sehen will. Du willst uns wirklich verlassen? Ja. Du hast meinem Bruder und mir immer ein Erbe versprochen. Geld für uns. Aber das ist für deine Zukunft. Oh, bitte, Vater. Ich möchte mein Geld jetzt haben. Ich will noch heute in die Welt hinausgehen. Aber der Vater wollte nicht, dass sein Sohn ging. Es versetzte ihm einen harten Schlag. Ich danke dir, Vater. Ich bin reich. Hey, das ist nicht fair. Benjamin kann nicht das Geld nehmen und einfach so gehen. Wenn es das ist, was er will, soll er es tun. Sorge dich nicht um den Hof, Vater. Ruben wird hier sein. Aber ich sorge mich um dich. Ich werde dich vermissen, mein Sohn. Es wird mir gut gehen. Ich werde die Welt erkunden. Winke deinem Bruder zum Abschied, Ruben. Der Vater konnte nur hoffen, er würde seinen Sohn eines Tages wiedersehen. Ah, keine schmutzigen Hände mehr, keine Rückenschmerzen und keine Arbeit mehr. Ist das nicht herrlich? Eine milde Gabe. Der Sohn war das erste Mal draußen in der Welt und er wollte alles kaufen, was er sah. Was meinst du? Jetzt fehlt nur noch, dass man mich auf einem prächtigen Pferd reiten sieht. Sie haben das beste Pferd in meinem Stall gekauft. Hm,
Nun, ich verdiene auch das Beste, wissen Sie? Brauchen Sie Ihr Maultier noch? Nein. Es erinnert mich an den Hof meines Vaters. Ach. Keins meiner Pferde ist 40 Münzen wert. Mensch, dieses Maultier ist das Doppelte wert. Diesen Narren interessiert es nicht, wie er sein Geld los wird. Da sehe ich noch etwas zum Kaufen. Oh, der Preis interessiert mich nicht. Oh, ich will, dass man mich heute durch die Stadt reiten sieht. Pferdchen! Vater, ich habe all unsere Tiere aufgelistet. Oh, danke, Ruben, das war viel Arbeit. Ach, ich habe gerade an deinen Bruder gedacht. Sicher vermisst du ihn genauso wie ich. Der Sohn gab immer noch Geld aus. Er hatte seine Lektion noch nicht gelernt. Es tut mir leid, aber Sie müssen gehen. Es warten Kunden auf mich. Oh, ich bitte um Verzeihung, Sir. Wie wär's mit einem großen, weichen Kissen? Der Junge dachte noch immer nur an sich selbst. Meine Damen und Herren, zur Erheiterung während des Essens, Bera und sein lustiger Affe. Ich muss diesen lustigen Affen haben. Entschuldigung, Sir, aber Sie sind seit einer Woche hier. Bezahlen Sie Ihre Rechnung? Oh, Sie wollen also Geld. Raus! Raus aus meinem Wirtshaus! Das behalte ich für die Rechnung! Nun war Benjamin alleine und sehr hungrig. Was mache ich jetzt bloß? Zum ersten Mal in seinem Leben musste der Sohn um Essen betteln. Nein, kein gratis Essen. Der Junge war so hungrig, er musste Arbeit finden, egal welche. Aber die einzige Arbeit, die er finden konnte, war die schlimmstmögliche. Also sowas. Ihr fresst wirklich wie die, naja, Schweine. Ich habe solchen Hunger. Mm-hmm.
Danke, kleines Schwein. Ich habe mich so närrisch benommen. Ein Schweinestall ist schön, wenn man ein Schwein ist. Aber es ist nichts für mich. Auf dem Hof meines Vaters hat jeder, sogar die Aushilfen, einen Platz zum Schlafen und genug zu essen. Das ist es. Ich werde heimgehen. Vater wird mich nicht mehr zum Sohn haben wollen. Nicht so, wie ich ihn behandelt habe. Aber alles ist besser als das hier. Hey, vielleicht gibt er mir Arbeit auf dem Hof. So etwas wird mir garantiert niemals wieder passieren. So beschloss der Sohn, nach Hause zu gehen und hoffte, sein Vater würde ihn nicht fortschicken. Gott sei Dank, er ist zurück. Sir, Ihr Sohn kommt nach Hause. Benjamin! Mein Sohn ist zurück! Mein Bruder ist zurück. Ah, das war keine gute Idee. Mein Vater wird sicher nicht mal mit mir reden wollen. Oh oh, zu spät. Ob er sehr wütend auf mich ist? Vater, es tut mir alles so leid und ich will dich nur um Arbeit auf dem Feld bitten. Man sollte mich nicht einmal mehr deinen Sohn nennen. Willkommen, oh willkommen daheim. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Was? Lasst uns alle feiern. Vater, ich verstehe dich nicht. Sorgt für Essen, reichlich Essen und holt Musikanten her. Mein Sohn ist wieder heimgekehrt. Aber der ältere Bruder war eifersüchtig auf Benjamin. Ah, geh mir aus dem Weg! Sag mir, hängt das Schild richtig? Nein! Es ist falsch. Es ist alles völlig falsch. Der Vater hieß seinen verlorenen Sohn zu Hause willkommen. Und dem Sohn wurde klar, wie sehr sein Vater ihn liebte. Money, lost my way, left my house when I had it made. Just a slave to a broken heart till I found my father's open arms. Feels so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. Feels so good to be home again. My boy is back, yes it's true. Set the table, prepare the food. Watch me dance, bless this day. So good to know he's home to stay. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is here again. My lost son is home again. I never thought my father would welcome back a boy like me. Now I can hardly believe the celebration feast. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is home again. Feels
so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. My lost son is home again. Wo ist Ruben? Wir können nicht ohne ihn feiern. Du versäumst Benjamins Feier? Ich hab keine Lust. Es ist nicht fair. Vater, ich bin zu Hause geblieben und habe dir geholfen, aber für mich hast du nie ein Fest gegeben. Aber sobald mein fauler Bruder wieder heimspaziert, bekommt er eine Feier. Mein Sohn, wann immer du ein Fest willst, wirst du es bekommen. Hä? Ich liebe dich von ganzem Herzen, aber heute ist ein besonderer Tag. Dein Bruder ist wieder zurück. Wie der Baum, den wir gepflanzt haben, als ihr beide klein wart. Im Winter ist er kahl und leer, man könnte meinen, er sei tot. Aber im Frühling erwacht er zu neuem Leben. Ich bin glücklich, denn ich hielt meinen Sohn für tot. Doch er lebt und jetzt ist er wieder sicher bei uns. Los, komm und feiere mit mir. Hilfe! Ruben! Ich war ein gedankenloser Bruder. Kannst du mir jemals vergeben? Willkommen zu Hause, Bruder. Der Vater ist wie Gott. Er ist voller Freude und Vergebung, wenn sich jemand entschließt, ihm zu folgen. Was auch immer wir getan haben, wer auch immer wir sind, Gott wird uns immer lieben. Das überzeugt uns nicht. Gott vergibt auch den Pharisäern. Alle anderen hörten aufmerksam zu, als Jesus noch mehr Geschichten erzählte, und sie lernten, wie wertvoll jedes Kind, jeder Mann und jede Frau für Gott ist.